Und damit herzlich willkommen zurück in Esteria. Wer sich jetzt wundert, was Esteria ist, habe ich gerade gelesen. Das ist, so ist die der Kontinent, auf dem wir uns gerade befinden. Wir wollen jetzt mal gucken, wie wir das... Wir gucken mal hier, ob wir jetzt hier kurz mal einen Fisch fangen. Ist das ja eigentlich unser... Vaganten Aufladungsanzeige. Vaganten gewinnen Aufladung, indem sie Gegnern Schaden zufügen. Nach einiger Zeit der Inaktivität nimmt die Aufladung wieder ab. Je nach gegenwärtiger Aufladung erhalten Vaganten Kampfboni. Ah, interessant. Okay, wusste ich nicht. Okay, warte mal. Hier unten ist unser Level, gell? Ach, 18731. 18731. 18.731. Hat nichts gebracht an Erfahrung, das wollte ich mal austesten. Na gut, dann würde ich sagen, wir geben uns wieder auf den Weg. Das war ziemlich dumm. Die meisten Verzauberungen können nicht gelesen werden, weil der Text so schnell weggeht. Wir wollen in... So, einige haben es vielleicht gemerkt, an der Stelle war jetzt gerade zum Krähenpass. Level 12 bis 13, kann man das eigentlich nochmal machen? Die Klutsch... Ach, hier sind wir ja... Ach so. Hier sind wir schon gewesen. Ach, das war eine Spinne, wo ich gerade aufgetreten bin. Hier haben wir uns hier alle schon blatt gemacht. Was mich jetzt interessieren würde, erstmal finde ich es witzig, dass die liegen bleiben. Aber was mich jetzt interessieren würde, ist, ob wir nochmal in eine Höhle rein können. Also in eine Mine und die Aktionen doppelt machen können. Was mich auch gerade interessiert ist, warum da noch ein Quest ist. Das ist, die Gegend haben wir doch schon lange abgeklappert. Müssen wir ganz kurz gucken, also Klevenhof war das, dann hier und dann den. Und 5 haben wir noch nicht so genutzt. Müssen wir uns ein bisschen angewöhnen, die 5 auch zu nutzen. Ich weiß, wenn ihr interessante Tipps oder so habt, dann immer raus damit. Jetzt bin ich wieder hier. Ach so. Ach so, interessant. Hier fehlen uns auch Quests. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Ich habe momentan ein kleines Problem. Und zwar, ich weiß nicht, ob es jemandem von euch aufgefallen ist. Mir fehlt eine Folge. Normalerweise hätte ich das angekündigt. Das Problem an der Sache ist, ich habe in der letzten Aufnahme eine Stunde Aufnahme gemacht. Habe aber nur 45 Minuten. Ich finde aber partout nicht, wo die Folge fehlen soll. Das kann ich mir nicht... Also ich weiß es nicht. Irgendwie fehlt mir eine Folge, ich weiß aber nicht, wo sie mir fehlt. Wenn du, lieber Zuschauer, dieses Let's Play aufmerksam verfolgst, ich bin falsch, wenn du dieses Let's Play aufmerksam verfolgen solltest... Nee, nee, ich bin richtig. Quatsch. Und mitbekommen haben solltest, wo die Folge fehlt, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir das sagen könntest. Ich kann die Folge nicht wiederherstellen, ich habe alles schon... Also ich habe nichts mehr von dem... Von dem Stuff... Aber irgendwo fehlt noch eine. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier die ganzen Minen und sowas und Höhlen, was wir hier noch nicht gemacht haben, alle jetzt mitnehmen. So. Wie viel Tränke haben wir denn dabei? 14, 12, das sieht gut aus. Müssen wir hier rüber. Dann müssen wir hier rüber und dann probieren wir es mal mit dem Portal hier. Ich finde es immer noch ärgerlich, dass wir in der letzten Folge das Portal einmal weggeklickt haben, weil ich nicht wusste, wie es funktioniert. Hier ist Esteria, da sind wir. Esteria. So, Kiste. 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 Chester Kupfergold. Na gut, dann wollen wir mal. Huch, falsche Taste. So, Mana kurz aufladen. Ich habe wenig Mana.
Ich brauche mehr Mana. So, auch die haben wir erledigt. Oh, einfach drauf so ein bisschen. Guck mal, meinst du, was der für einen Bonus hat? 6% Zaubertempo, 6% verbesserte Auswirkungen. Okay, jetzt sinkt das langsam ab wieder. Was? Hat anscheinend noch was gefunden? Ne, ne, hat er? Sehr schön, wir kommen eigentlich ganz gut durch die Höhle. Das ist echt krass mit den Leveln hier. Vorher haben wir noch übelste Probleme gehabt. Und jetzt hüpfen wir hier durch wie so ein junger Gott. Oh, 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 oh. 5! Nicht genug Mana. Ich brauche mehr Mana. Er macht Damage. Boah, der kam nicht an mich ran. Super geil. Ich habe jetzt das Problem auch, dass ich momentan irgendwie, weil wegen der Aufnahmepause kurz, dass ich bei Minecraft, wenn ich das aufnehme, da ist mir Folge 800 komplett kaputt gegangen. Weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich hab... Irgendwie wird da mein Ton leise gestellt. Muss mal gucken, was das ist. Ach, du brauchst kein Mana. Mana. Kliffenwurf, Kliffenwurf, Kliffenwurf. Bam, 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 bam. Ödgeist. Ich habe nicht genug Mana. Super, alles platt gemacht hier. Nehmen wir kurz alles mit, was wir finden können. Oh. Ich habe wenig Mana. Wo ist das denn? Ich brauche mehr Mana. Gorlock. Und er kann TPen. Uncool. Ich habe wenig Gesundheit. Nehmen wir von beiden einen Trank. Dann nehmen wir mal hier, 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 hier. Sehr schön, ich finde das geil, dass der Musketeon. Musketeon ist. Ach, so kreativ die Leute hier einfach in dem Spiel. Musketeon. Das ist keine Muskete, das ist eine Musketeon, das ist was anderes. Naja. So. Wir kommen ja aber recht easy durch mit unserem Level eigentlich, gell? Wow. Wow. Ich brauche mehr Mana. Uncool. Nehmen wir mal die 5 ein bisschen. Geil. Mach Bock. Ich glaube, dann nehme ich mir mal die 5. Dann lege ich mir mal die 5 da drauf. Und dann lege ich mir da mal das drauf, weil das nutze ich eh nicht. Nehme ich hier lieber. Bam, 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 bam. Kann ich hier 3 verschiedene Schussarten nehmen? Da, Alter, guck mal her, diese Kombination. Diese Kombination auf absoluter Dummnis. Ein Heiltrank. Gefällt mir. Sehr geil. Faustbüchse. Ich find's geil, dass die erst so kurz vor ihm auftauchen, dass man die gar nicht vorher sieht. Wäre das hier noch ein bisschen düsterer gemacht, wäre voll geil. Würde ich feiern. Bam, bam. Stufenaufstieg. Wollen wir uns gucken, was hier ist. Küste. Niu, 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 niu. Oh, ist voll geil. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe wenig Mana. Ich muss unbedingt meinen Mana-Vorrat ein bisschen auffrischen, irgendwie so. Dass ich mehr Mana habe, weil ich benutze eigentlich nur dieses Mana-komische Zeug. Ich habe mir vielleicht Mana... Oh! Ich habe wenig Mana. Nicht genug Mana. Woo, jetzt geht's aber ab hier. Ich brauche mehr Mana. Na dann. Niu. Nimm, schnapp sie dir. Willi, ein... What the fuck? Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Wir geben dir doch schon Mana, kein Ding. Quest abgeschlossen. Das war das schwerste Quest, das ich mein ganzes Leben hier gemacht habe. Ich bin einfach so zutiefst erschüttert. Ruhe? Ich kann nicht mehr tragen. Echt nicht? Okay. Wir müssen aber sowieso mal zum Begleiter und zu mir wechseln, weil wir ein Level aufgestiegen sind.
Und dann gebe ich erstmal alles kurz dem Begleiter. Das kann ich später immer noch bei mir einsortieren. So ist es ja nicht. Die kann ich da Stufe 15 auch anlegen, gell? Hohes Angriffstempo, sehr hohes Angriffstempo, körperlicher Schaden. Ja, das ist fast gar nicht mehr so gut, ne? Egal. Hat er hier noch was? Nö, hat er nicht. Geheimgänge gab es ja anscheinend auch nicht, das heißt, ich habe sie übersehen, weil sie halt geheim sind. Kann mir fast nicht vorstellen, aber... Egal, unverteilte Attributspunkte 5 und 1, müssen wir gleich mal machen. Nehmen wir uns mal hier die... Kätzchen. Kätzchen wird ja unser One-Shot-Monster, dann kriegt's... Achso, das waren schon die 5, gut, okay. Dann das weg. Und hier können wir noch verteilen in... Ich verteile mal das da noch, weil ich das geil finde. Der Klingenpack, der ist... Ja, der ist nicht so, finde ich. Hört mir zu. Ich scheine mir eine ewige Ruhe noch nicht verdient zu haben. Ihr habt euren Beitrag zu meiner Geschichte allerdings geleistet. Und falls euch meine Dankbarkeit etwas bedeutet, sie ist euch sicher. Rohle der Handmannsche. Acht auf Rüstung. 23 Gesundheit. Feuerpanzer 2 Bonus auf Attribut Vitalität. Ja, Vitalität. Da finde ich das ja schon am geilsten, muss ich gestehen. Dann nehme ich den mal mit. Ihr habt an Ruhm gewonnen. Kann ich jetzt eigentlich die Bucht nochmal machen? Nope. Schade. Aber ich habe anscheinend noch einen unverteilten Attributspunkt. Dann nehme ich den auch nochmal dafür. Und dann tun wir unsere ersten drei Skills immer die platzieren, die am wichtigsten bei uns momentan sind. Und dann nutzen wir mal die ersten drei Skills. Wenn ihr andere Skills haben wollt, dann... Ups. Wenn ihr andere Skills haben wollt, dann sagt natürlich Bescheid. Passive Fähigkeiten wirken ständig. Allerdings müsst ihr dafür die richtige Waffe mittragen. So, hier haben wir jetzt die Dinger gemacht. Haben wir dann hier irgendwie noch... Felsen. Bestienbau betreten. Was ist denn hier? Warum liegt hier noch so viel Zeug rum? Heiltrank, Heiltrank. Verlasse die Bestienbauer. Ich gucke mal, ob ich vielleicht irgendwo noch was finde. Oh, stopp, Moment. Gehen wir hoch. Irgendwas finde noch, was mir hilfreich sein könnte. Das ist noch Felsen, die haben wir noch nicht geplündert, aber da ist auch nichts drin. Felsen finde ich ziemlich sinnlos, muss ich gestehen. Da ist eigentlich so gut wie nie was drin. Hier ist auch soweit nichts mehr. Das Spiel macht schon Spaß. Aber ein bisschen Open-World-lastiger würde ich es schon machen. Wenn das... Ich weiß nicht, ob sich... ach, hier kriegst du, haben wir auch noch. Das Quest machen wir auch gleich mal. Level 8 bis 10 kriegt man easy hin. Ter Enclave. Wenn sie das ein bisschen Open World lastiger machen würden, also dass bestimmte Gebiete schon vorher erreichbar sind, oder vielleicht, dass es eine geile Map gäbe, wo man dann freischalten könnte, so. Irgend so ein Gimmick halt. Oh. Ah, das ist das. Ja, kommt mal her, ich habe ein paar neue Zauber für euch. Na, was denn? Jungs, ich hab hier was für euch. It looks great. Guckt mal hier für euch. Na, was ist? Wuhu! Das war doch ein bisschen zu viel für mich. Ah, ich hab kein Mana mehr. Sehr schön, das ging trotzdem sehr einfach, obwohl ich mich... Das ist eine Falle.
Ich habe jetzt nicht die Falle gesehen, sonst hätte ich wahrscheinlich reagiert. Oh. Gut. Diese Dinger, über die wir drüber treten, das sind Spinnen. Spinnen. Wow, stopp. Na, wer lebt hier noch von den Gesellen? Einige. Ich bin verwundert. Ich bin Mana. Das tut wirklich weh. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ach so, du meinst dir. Ach so. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Mana-Tränke verballern. Wow.